damit ein herzliches Willkommen an alle meine Playergaddon und Hipsters da draußen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas und Playergaddon. Heute mal mit Facecam. Ja, einige haben sich ja gewünscht, habe ich mir gedacht, da wir ja sowieso bald 250 Abonnenten haben, wie ich es hier gerade sehe, 245 schon mal. Großes Dankeschön an euch alle. Habe ich mir gedacht, machen wir nur mal mit Facecam. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, die Qualität her. Ja, es ist nicht die beste, aber ich würde sagen, geht doch in Ordnung. Für Horrorspiele wird es auf jeden Fall lustig. Eigentlich habe ich ja geplant, das nur für Horrorspiele zu machen, aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, wenn die Facecam hier so in COC ist. So, aber mit der Facecam können wir ganz lustige Sachen machen im Video. Zum Beispiel, ich kann meinen Kopf teleportieren. Einmal bin ich hier oder hier oder jetzt bin ich hier. Ja, ich glaube, wir würden es erstmal lassen. Heute sind mal wieder Besuche dran. Ich habe hier auch schon mal die Besuchsseite beziehungsweise die Kommentare von der letzten Besuchsfolge offen. Der erste, der besucht werden wollte, ist der Florian aus meinem Clan beziehungsweise aus Clemens Clan. Ist ja, ich bin ja einfach nur Vize-Anführer. Da, Florian 2 war das. Jo, Level 66, Goldliga 2. So, meiner Meinung nach ist das immer noch die beste Ratslevel 8 Farming Base. Jetzt kommen wir erstmal zu den Leveln der Ausstellung her. Das dunkle Elixierlager auf 2 Nimin Magiertürme. Sorry, Magiertürme. Die sind perfekt im Dreieck. Schützen jeweils 2 Lager, wie ich sehe. Jo, passt schon. Minenwerfer perfekt im Viereck. Was will man mehr? Was ich dir empfehlen würde, lieber Florian, vielleicht mal die Mauern so auf 7 zu starten langsam, aber von den Verteidigungsgebäuden her würde ich erstmal die Magiertürme mindestens auf 5 machen und die Minenwerfer scheinen doch auf 4 zu sein. Ja, 2 sind auf 5, 2 auf 4, würde ich sagen, macht 2 auf 4. Upsi. Dann klappt das schon. Sonst, du machst hier gerade eine Kanone auf Level 8. 8. Stimmbruch hier am Start. Luftabwehr auf 4. Die anderen sind schon auf 4. Beziehungsweise. Kann man auf Rates Level 8 nicht 3 Luftabwehren haben? Ich meine schon. Ja, ich bin blind. Thomas El Blindo. Ja, 2 Luftabwehren auf 4. Die eine gradest du gerade auf 4 ab. Ja, Level 4 reicht das mal vollkommen aus. Auf Rates Level 8 geht es ja bis auf Level 6, aber. Ist optional, würde ich sagen. Ist nicht ganz so wichtig, aber auf 5, bevor du hochgehst, würde ich noch machen. Und die Mauern mindestens auf 7. Baba King auf 3. Aber sonst würde ich sagen, die Base läuft so einigermaßen. Ja, was heißt ja einigermaßen? Von der Ausstellung her, top. Ein Like von dem Thomas hier. Und ja, wie gesagt, nur noch die Verteidigungsgebäude hochleveln. Und dann klappt das schon. So. Ich würde sagen, der Tobias wird jetzt besucht und ich werde die Clansuche überspringen. Also bis gleich. So, der Clan wurde gefunden. Der Clan heißt Rübo, wenn es so ausgesprochen werden mag. Und der Tobias wollte jetzt besucht werden. Der Tobias. Luki Maurice. Heißt jetzt Tobias oder Tobi im Spiel? Scheiße. Im Notfall muss ich gleich nochmal suchen. Ja. So, ich muss einen ganz kleinen Cut machen, ist ja nichts Neues mehr. Bei mir zu Hause, meine Eltern stören mich sowieso immer wieder. Ach, vergesst es einfach. Tobias 123, genau so hieß er. Level 71, hast in dieser Saison noch nicht angegriffen. Was heißt, dass du momentan nicht so viel GOG spielst? Scheint es auch zerstört zu sein. Aber wir werden trotzdem versuchen, deine Base zu beurteilen. Minenwerfer stehen im Viereck perfekt. Rathaus Level 8, also Level 6 im Minenwerfer ist Maximum. Luftabwehren auf 4, Magierturm auf 6. Kanone 10, Goldmine 9, Elixierlager 10. Bogenschützentürme auf 10, zumindest einer. Den einen machst du gerade, yo. Oder du farmst gerade, ja, 1200. Kann auch sein, dass du farmst, ich weiß es nicht. Kannst du mir ja unten mal in die Kommentare schreiben. Wäre nett, wenn du das tust. Sonst würde ich dir empfehlen, wie bei dem Florian, Mauern auf 7 zu machen für Rate Level 8. Wäre sinnvoll, wenn du dies tust. So, hast du gerade eine Go-Wipe-Armee? Eventuell habt ihr gerade Clankrieg oder du greifst so gerne an. Kann natürlich auch sein. Oder du bist am Üben.
Ja, kann ich nicht beurteilen, auf jeden Fall. Schreib's mir nur unten in die Kommentare rein. Und ich soll nicht so oft sagen, schreib's mir unten in die Kommentare rein. Ich komme mir irgendwie blöd vor, wenn ich mit so einer Webcam rede. Als wenn ich so reingucken könnte und dann... Alle meine Fans hier. Oh, Licht aus. So, Klärenburg in der Mitte, Level 4 ist das Maximum auf dem Rathaus-Level. Bohrer für dunkles Elixier auf 1, Bohrer für dunkles Elixier auf 2. Läuft doch, würde ich sagen, Kanonen auf Level 10, die meisten zumindest, beziehungsweise alle. Ja, alle. Läuft, würde ich sagen. So. Nee. Ach, komm schon, Elgato, ich will hier runter scrollen. So, der nächste, der besucht werden wollte, ist der COC. Nee, warte. Er wollte bei COC besucht werden. Das Apfel HD und der Clan heißt Team Unfähig. Ich werde die Gegnersuche... Gegnersuche, genau. Ich werde die Clan-Suche überspringen. Also bis gleich. So, lieber Arthur, leider habe ich deinen Clan nicht gefunden. Beziehungsweise vielleicht bist du auch nicht mehr drin. Wenn du nicht mehr drin bist, schreib mir noch deinen neuen unten in die Kommentare rein. Wenn du nochmal besucht werden willst, muss ja nicht besucht werden. Aber wenn du es willst, wird's laufen. So, der nächste, der besucht werden wollte, ist der Erkan Dugruer. Er heißt Prince on Back. Das letzte Mal haben wir ihn ja gesucht. Aber leider nicht gefunden, da du den Clan ja schon verlassen hattest. Aber ist ja dein gutes Recht, es sei denn, beziehungsweise, ja, was heißt ja, es sei denn, ich meine nur einmal die Folge der Woche, Besuchsfolge, genau. Das ist in Deutsch auf jeden Fall. Einmal die Woche eine Besuchsfolge und da kann man schon wirklich den Clan wechseln. Oh, bitte sei hier drin, dann warte ich aber auch nicht auf die Namen geachtet. Prince on Back, Prince on Back, Prince on Back. Prince on Back, Willem, Prince on Back, Prince on Back. Da ist er ja, Level 92, Goldliga 2. Wir werden dich mal besuchen, Rathaus Level 9, alle Mauern auf 8, bis auf die eine Reihe hier. Du warst schon mal fleißiger als ich, das kann ich dir schon mal sagen. Magiertürme sind schon auf 7, Respekt, Respekt. Meine sind noch nicht auf 7, einen muss ich noch upgraden, nur einen einzigen. Ich habe ja schon 4,6 Millionen. Gold, ich würde sagen, das läuft auf jeden Fall. Luftabwehren auf Level 6. Minenwerfer auf Level 7. Bogenschützentürme auf 10. Goldlager auf Level... Kanonen auf Level 10, sorry. Und sonst gradest gerade dein dunkles Lager für Elixier auf. Warte mal. Dein Lager für dunkles Elixier gradest du gerade ab. Genau. So, sonst scheint doch alles relativ nice zu sein, wie gesagt. Hast du ja auch schon mit 2 Mauern auf Level 9 angefangen. Also, was ich dir empfehlen würde, Flächenschäden hast du schon hoch gemacht. Deine Mauern können meiner Meinung nach noch ein bisschen warten, aber ist ja deine Entscheidung, was du mit den Mauern tust, beziehungsweise mit deinen Ressourcen. Wir gucken einfach mal in dein Profil rein. Die Riesen kannst du noch auf Level 6 machen und ja. Zauber sind auf Maximum. Ja, das meiste scheint auf Maximum zu sein. Nur deine dunklen Truppen. Die sind etwas lasch, aber kannst du ja damit Zeit lassen. Und sonst finde ich die Base eigentlich relativ nice. Wie gesagt, die Einzelschäden demnächst upgraden und dann kannst du ja die Mauern durchziehen. Viel Spaß beim Farmen, würde ich sagen. So, der nächste, der besucht werden wollte, ist der Boss 33 Clan HG Adler. Der Boss 33. Da, Level 52, Silberliga 1. Du wirst jetzt besucht. So. Rathaus Level 7, alle Mauern auf Level 6. Was kann man dazu sagen? Du gradest gerade 3 Minenwerfer auf einmal ab. Das ist ganz schön risky, denn jetzt kannst du von Barge eigentlich relativ gut angegriffen werden, aber wie heißt es so schön? No risk, no fun. Also, viel Spaß. Magiertürme sind auf Level 4, was das Maximum auf deinem Rathaus Level heißt. Jo, zu deinem Base kann man eigentlich relativ nicht viel sagen, denn die ist eigentlich in Ordnung für dein Level. Alle Mauern auf Level 6. Ja, die kannst du demnächst mal auf Level 7 starten, wenn du deine Verteidigungsgebäude auf Maximum hast. Grades auch das dunkle Lager gerade ab, hast 1078 drauf, hast schon den Baba King. Läuft doch, würde ich sagen. Riesen auf 4 kannst du noch machen, Goblins, Mauerbrecher. Die Magier kannst du auch auf Level 4 machen, ne? Ja. So, die Schweinereiter kannst du natürlich auch machen, aber optional, kannst auch warten. Ich meine, auf Level 1 bringen die sowieso noch nicht so viel, also ist noch nicht so ganz nötig, dass sie gemacht werden, aber man kann sich sehr überlegen. Jo, sonst von der Base her, ist eigentlich relativ nice. Wir hatten heute nur geile Basen.
Das ist eigentlich auch relativ selten, wenn man so Besuchsfolgen macht. Meistens hat man ein, zwei Basen, die zu hoch, die zu früh hochgewascht wurden, aber heute läuft bei euch, würde ich sagen. So kann es auch weitergehen. Jo, dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn euch die Facecam gefallen hat, lasst es mich in die Kommentare wissen. Und ob ihr weiterhin die Facecam in den COC-Folgen haben wollt. Und ja, wenn ihr kein Player Geld und Hipster seid, dann lasst doch ruhig ein Abo da. Und dann würde ich mich auch mit der Player Geld und Faust verabschieden. Wir machen mal so eine Player Geld und Hipster Faust. Wollte ich schon immer mal machen, wenn ich so Facecam habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Puh.